will das Ding nicht hier haben. So, wo haben wir es denn? Hier haben wir was. Hier haben wir was. Boop, noch irgendwas im Wasser. Ja. Ja, was. Mann, ey. Ich fühle mich frei. Gestärkt von den Sorgen. Für mich gibt es kein Gestern und für mich gibt es kein Morgen. Ich bin nur heute. Und ich mach das Beste draus. Hebe meine Faust und gehe in diesen Kampf hinaus. Ich folge meinem Herz, wenn ich will machen, was es sagt. Will den Wind im Haar genießen. Verschissen, Alter. So, weiße Flatterscotch, wo bleibt denn das Vieh? Kann ich denn ernst sein jetzt? Ich sehe es auch nirgendwo, es kommt und kommt und kommt und kommt und kommt nicht. Ist das Vieh so selten? Da, ich bin jetzt einmal rum. Ich hab nichts einmal gefunden jetzt. So, bitteschön. Vor allem, wer wohnt denn da drin? Ist das mein Haus vielleicht? Wäre jedenfalls so an sich sinnvoll, ne? Wäre eigentlich ganz cool, wenn du auch wirklich da reingehen könntest mal, um da alles abzuchecken, weißt du? So, das ist sozusagen der Menüraum oder sowas. Das wäre eigentlich ganz cool gemacht. So, warte mal, 16 Blumen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Wisst ihr, ich hab noch mal alle 16 noch vorhanden. Weißt du was? Warte mal kurz. Ach, geht gar nicht. Denn tu mal so, als wenn du was Wichtiges machen würdest. Damit ich überhaupt weiß, warum ich dich bezahle. So, du kannst wieder reinkommen, Digga. Kein Problem. Sind genug da. Guckt immer so traurig irgendwie. Du hast auch lange nichts mehr geworfen, Digga. Was ist los mit dir? Okay, whatever. Ach! Das altbekannte Problem. Komm. Oh, und weg damit. Ich muss vielleicht hier mal so eine Brücke oder sowas bauen. Das ist ja echt keinen Sinn langsam. Ich wollte gerade schon aufhalten, ey, dass er überhaupt nicht langlaufen kann. Und wieder mal hier aufräumen. So, ich will auch mal den Erfolg 100.000 Schokomünzen auf einen Schlag halt hier mal haben. Ihr meint, ihr macht mal schön.
zu viel. So. Rein da oder Fresse voll. So, ich habe immer noch keinen der weißen Flutterscotches gesehen. Ansatzweise irgendwo gesehen. Moin. Lass mir gerade schon eins jagen. Das ist einfach so ein Nervtöten bei diesen weißen Flutterscotches. Die sind so gut wie unsichtbar. So, der geht's. Wo bleibt der Nachtwächter? Ah, da ist der Nachtwächter ja schon. Moin. Oder Abend. Ja, ganz cool. Ganz ruhig bleiben. Wie komme ich bloß hier wieder hin? Ist ja unglaublich. So voll aus Versehen. Raus! Boah, vor die Nase zugeknallt. So eine Schwanana, Baseng ist immer noch hier. Halt, was? Wer? Dragonflower Nachtwächter, what the fuck? So. Oh, und tschüss. Das war's auch schon wieder. Sagst du mir, du Bitch, hier fehlen die Worte. Du kostest 20 Mann, schön, ich komme mit ner ganzen Horde. Und du meinst, dass dieser Deutschrap mir nichts bringt. Schön, Straßenrap-Kings, yes, Chanel und Pins. Ich weiß, du willst unbedingt Basengs hier drin haben, aber ich finde einfach keinen. Ich bekomme einfach keinen. So, geiler Gugu. Komm rund auf den Meter. Heißer Flutterscotch auch. Alles vorhanden. Aber einen richtigen Galagugu will ich hier haben. Was ist das denn für eine Lichtspiegelung hier, ey? Ist ja ekelhaft. Ja, schön, dann lege ich ein bisschen im Schwimmen hier. So ein Nachtschwimmchen hier, Mr. Smell. Die Blumen kannst du nicht erschrecken. Irgendwann wecken die ein, dann kann ich sie nochmal neu pflanzen, ey. Ich habe sicherheitshalber mal 5 Stück davon genommen. Ja, um halt sicher zu gehen halt, ne? Sonst, ja, wenn eine wieder gefressen wird und ich bin nicht dabei und dann ist alles wieder für den Arsch gewesen und sowas. Apropos für den Arsch gewesen, kann ich mal erzählen. Habe ich zwar in meinem Commentary jetzt, was am Wochenende demnächst rauskommt, schon rausgehauen, aber ich, ja gut, vielleicht habe ich das auch schon. Naja, jedenfalls, war ich auf dem Weg zum Kollegen halt, ne, zu seiner Arbeit, wollte ihn abholen, nach Hause halt fahren, nett wie ich bin. Und da hatte ich halt von Naruto, also von Sasuke, die Armstrümpfe halt an. Ich bin halt totaler Fan, hast nicht gesehen, leck mich am Arsch und sowas. Hab ich halt an, ne, pff, kann auch jeder halt drüber denken, wie er will. Auf einmal so ein kleiner Junge hat mich, hat halt seine Mutter schon, was trägt der denn an, will ich auch tragen, das ist voll cool. Hat die Mutter, hab ich 100% mitgehört? Ach, sowas Bescheuertes wirst du nicht tragen. Ich drehe mich um, hab nur gesagt, ja, mit so einer Hackfresse wäre ich heute Morgen aber auch nicht aus dem Bett gegangen. Die hat mich aber angeguckt, ey. So, wir haben alles erfüllt. Ja, in dem Moment war mir das so scheißegal, das musste ich in dem Moment raushauen. Sowas Bescheuertes, ey. Da wird Bescheuertes, willst du nicht tragen. So, komm, Junge. Alles erfüllt. Platz warten im Garten. Ich will die auch wieder verkaufen. Ja, whatever. Du mach mal, ich pflanze das jetzt einfach mal zur Sicherheit ein. Ja! Endlich!
Du scheinst immer besser zu werden. Geiler Gugu. Gott, war das eine Geburt jetzt! Das ist jetzt schon wieder... Und nach. Ich werde für ihn wahrscheinlich auch ein Häuschen bauen. Galagugu möchte ich schon irgendwie behalten. Weil er voll süß ist. Dann kann ich die ganzen Wärter verkaufen jetzt. Wieder. Fühlt sich jetzt so am sichersten, wie es so aussieht. Weil die ganzen Dinger da, dann noch die Wächter. Der wird es also ordentlich sicher haben hier anscheinend. So, gleich mal gucken, ob wir hier was Neues haben überall. Ich hoffe es doch mal langsam. Hallo, schmelzen die Schokomünzen in der Tasche? Ich nehme sie, ich bin da nicht. Nichts Neues. Du bist... Ivor, was sagst du? Ein erfrischender Morgen, nicht wahr? Auch nichts Neues. Die Straße ruft mich wieder, ebenso wie meine anderen Kunden. Hier neue Papiertiere, man weiß ja nie. Hey, findest du es nicht schrecklich, so früh aufzustehen? Das ist doch nicht normal. Du bist nicht normal. So, nee. Auch keine neuen Tiere. Gut, dann wollen wir mal zum Baumeister gehen. Ich sollte das jetzt mal das Galagugu-Haus hier zusammenbaut, damit die noch mal ein bisschen sicherer sind. Dachte ich mir, ich habe eigentlich auch nur gleich, dass es 1x1 ist, wenn überhaupt, ey. Von welcher Richtung gucken wir jetzt eigentlich? Diese Richtung, okay. Dann mach's hier, ne? Stimmt, ja, genau. Passt. Wir sind. Oh, ist das süß. So, Digga. Jetzt gerade die Augen gesehen? What the fuck? Das heißt... Leckt mich alle im Arsch. Super, die haben einfach keine Blüten oder sowas, keine Ahnung. Was heißen soll, ich muss die Pflanzen an sich so verkaufen. Naja. Tausender hier zusammen. Weg, 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 weg. Nochmal 2,5 dazu. Ordentliche Menge. Was denn hier hinten? Auch noch ein bisschen. Aber ich habe es eigentlich ein bisschen kleiner vorgestellt. Vielleicht so einmal zwei in die oder in die. Oder halt nur so ein Viereck hier, weißt du? Weil ich meine, was braucht das denn so eine große Behausung? Ich bin mal gespannt. Endlich Galagugu, ey.
Tulpen endlich mal loswerden können hier. Dann zeig mal her, Baumeister. Huh! Schokis. Schön. Was? So. Tja, Dragonfly, da war er leider schneller. Ah, endlich die Tulpen los, ey. Ich werd irre. Halleluja. LOL! Was zum Fick? Endlich. Weißt du was, wir könnten mal sowieso mal ein bisschen auf Schatzsuche hier gehen, ne? Lalalala. Ich dachte nicht, irgendwann ist mal hier alles ausgebeutet, aber anscheinend ist hier immer mal wieder was Neues zu holen. Der will anscheinend hier nicht mehr rein. Schoki, Schoki, Schoki. Sonst noch was hier? Ah! Moin, ja, wir müssen reden. Wie viele Schokomünzen soll der Helfer bekommen? So, bitteschön. Und ja, tschüss. Tja, es sind schwere Zeiten heutzutage, müssen wir alle mitleben. Und genau für diesen Fall habe ich extra 5 Stück gemacht. Kannst du uns helfen? Habe ich nicht. Wandelst du dich jetzt bitte? Alter, hier kannst du auch alle Minute hier mal hingehen und neue alles verkaufen, ey. Ist ja unglaublich.
Die Hälfte ist Zeit, in der Zeit bist du hier mit diesem Garten, aber es gibt halt Kohle. Das ist sozusagen der einzige Bereich, wo es jetzt wirklich richtig Kohle für gibt. Wo du halt nicht viel machen musst. Denn ansonsten musst du technische Mächte gedönse, um halt Pinatas zu verkaufen. Ja, die kosten auch manche Geld und halt dann... Dass die halt dann irgendwie mal ein Techtelmechtel machen.